Willkommen zurück zu einem neuen Stadionvlog von mir. Heute bin ich auf dem Spiel Bayern vs. Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Wir haben ein super Wetter heute. Sonntagsspiel hier in der Bayer Arena. Wir müssen auf jeden Fall heute gewinnen, weil nächste Woche spielen wir gegen die Bayern. Und ihr habt ja selber, glaube ich, gesehen, was die Bayern aktuell, die rasieren einfach nur unter Kompany. Unglaublich. Es wird auf jeden Fall nächste Woche sehr, sehr schwer. Aber ich bin auf einem guten. Ich glaube an die Mannschaft, dass wir da mindestens einen Punkt holen werden in München. Und ja, wir gehen gerade zum Stadion. Ich habe heute das Outfit, Jubel, T-Shirt. Ich gehe gerade zum Stadion, aber da wartet meine Mutter auf mich und dann werde ich halt mein Trikot anziehen. Das hätte ich jetzt einfach so an, einen Schal. Und angekommen an unserer wunderschönen Bayer Arena. Die Sonne scheint. Ja, Mann, ich bin richtig gespannt. Ich sag mal, dass wir heute, wir gewinnen heute 4-1. 4-1 Heimsieg. Boniface wird ein Tor machen. Wills, Grimaldo und Terrier. 4-1 Sieg. Mann. Wir sind ja bereit für Bayern. Nächsten Samstag, München, wir kommen. Achtung, Koglu, bitte findet euch frühzeitig auch eure Plätze. Achtung auf das Mandel der Vorsänger. Das bedeutet eine Choreo, meine lieben Freunde. Ich bin sehr gespannt, dass es so eine Choreo geben wird. Ich bin mal gespannt, ob die Choreo durch das komplette Stadion ist oder nur durch die Nordkurve. Ich gehe jetzt gleich in den Block rein, dann werden wir es sehen. Die ersten Schritte. Ich bin sehr gespannt. Da ist der Gästeblock aus Wolfsburg. Okay, es gibt durch die komplette Nordkurve eine Choreo. Durch die komplette Nordkurve gibt es eine Choreo. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Aufstellungen sind da. Radetzky im Tor, Tah, Wills, Tabsoba, Schick, Grimaldo, Artim, Kehle, Garcia, Chaka und Belusian. Spiel mich mit einer B11. Incapi auf der Bank, Hofmann auf der Bank, Andrich auf der Bank, Bonny auf der Bank, Frimpong auf der Bank, Palacios auf der Bank, Terrier auf der Bank. Also wie gesagt, Alonso schenkt einfach jeden Spieler Selbstbewusstsein sein. Und das sieht man auch heute wieder. Weil wir spielen quasi mit BSD, Bonny auf der Bank, Frimpong auf der Bank. Und Chaka, Andrich hat heute den Rucksack. Als wir dann gesprochen Wow!
Krieger, geführt vom König. Dort ist der König. Dort ist unser alter Schreinslogo. Wow! Also wirklich, riesen Respekt an die Ultras. Wirklich. Ohne die Ultras macht man keinen Spaß. Unglaubliche Bogen. Wow! Wirklich wow! Und die Partie hat begonnen, meine lieben Freunde. Auf geht's, meine lieben Freunde. Thank you.
Jawohl. Sehr, sehr stark von Adi nachgeschaut. Sehr, sehr stark nachgeschaut. Schade, schade, sorry. Wir haben noch 17 Minuten zu spielen, wir haben gerade die 13. Minute.
sag mal, mit Nachspielzeit so 20 Minuten, sag ich mal, mit Nachspielzeit. Ein Unentschieden ist zu wenig heute, weil wir spielen nicht nur gegen Bayern, wir müssen heute gewinnen. Wir müssen das Statement setzen. Aber der Schiri fällt wirklich nicht drüber so. Mann, weiter, Jungs, komm, weiter. Ich denke mal, dass mindestens 6 Minuten Nachspielzeit geben wird in Überzahl. Bitte uns. Gleich kommt der beste Part.
Titel Bayern, die Lederhosen aus, die Lederhosen aus, die Lederhosen aus. So, meine lieben Freunde, die Party endet. Wir gewinnen zu Hause mit 4-3 gegen den VfL Wolfsburg. Sehr, sehr wichtige 3 Punkte. Und ja, wir sehen uns am Samstag in München. Auf jeden Fall, das wird krachen dort. Dieser Sieg war so wichtig, wieder Lars mit Leverkusen ist wieder back. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auf dem Video ein Like da lassen würdet. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns am Samstag in München.